Herzlich willkommen, fantastische Grüße aus Hohn zum Derby. SH-Liga-Rückrundenauftakt. Eiderhade 35:20 Sieg gegen Büdelsdorf. Und apropos Büdelsdorf, schön, dass ihr da seid. Fabian Nils, 35:20, relativ deutlich am Ende. In der Anfangsphase war es da relativ eng. Warum habt ihr das Spiel so ab der 10. Minute aus der Hand gegeben? Ab der 10. Minute würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich glaube, uns fehlt ein bisschen die Konstanz. Später oder früher? Ich würde sagen, so ab der. Also, ich glaube, wir haben für unsere Verhältnisse bis zur Halbzeit ganz gut mitgehalten. Wir haben nicht den Anspruch hier, wie Eiderhade zum Beispiel als selbst erkorener Titelkandidat, irgendwo oben mitzuspielen, sondern die Klasse zu halten, haben wir eben ein ganz anderes Ziel. Und ich denke, wir haben bis zur Halbzeit ganz gut mitgehalten. Danach ist es irgendwie ein bisschen eingebrochen, was ein bisschen ärgerlich war. Ihr habt in der Anfangsphase, vor allem in der Offensive, auch vieles gerissen. Wir können uns da mal eine Szene anschauen. Vielleicht kannst du da was sagen. Du hast das von hinten alles beobachtet. So ist das. Naja, das ist so, sehen wir gleich, der typische Patschel. Ne? Unterhand gezogen, Torwart sitzt in seiner Ecke, kriegt er gut rum. Ja, so macht er ungefähr, 30% seiner Hütten. Aus dem Rückraum macht ihm keiner was vor, oder? Nö, das ist schwierig. Ja, relativ variantenreich, immer schön. So, dass der Torhüter da nicht mit rechnet, am Block vorbei. Eigentlich ist das schon ein ekliger Schütze für den Goalie. Ihr habt gegen Alt-Duvenstedt gezeigt, ihr könnt auch Derby spielen natürlich. Was rechnet ihr euch für die Rückrunde, jetzt nicht nur fürs Alt-Duvenspiel, sondern auch generell für die Keller-Krimis, möchte ich es mal nennen, aus? Was rechnen wir uns aus? Ich glaube, dass wir in der Hinserie noch relativ uneingespielt waren. Wir haben auch relativ spät erst einige Neuzugänge bekommen, die erst spät integriert wurden. Dann ein bisschen Verletzungspech auch gehabt. Unser etatmäßiger Mittelmann ist ausgefallen. Und ich glaube, das hat sich jetzt so ein bisschen gefangen alles. Und ich glaube, dass wir dann eine bessere Rolle spielen noch als in der Hinserie. Wir haben einige Spiele wirklich echt ärgerlich und auch knapp verloren. Und ich denke, dass wir da gerade gegen die direkten Abstiegskonkurrenten, Stockelsdorf, jetzt nächste Woche kommt Nord-NF zu uns, das sind daher die heißen Tänze, um die es für uns geht. Wenn für uns spricht, dass wir die engen Dinger dann auch meistens gewinnen. Also das ist ja so gewesen bis jetzt. Da sind wir relativ nervenstark. Wir lassen uns gerne mal ein, zwei mehr einschenken in Spielen, wo wir wissen, das ist schwierig. Aber wenn es darauf ankommt, werden wir punkten. Das ist doch mal eine Aussage. Es ist da alles so eng im Grunde, nicht? Ihr habt 6, Alt-Duvenstedt 6, Stockelsdorf 7, Nord-NF 8. Seid ihr punktgleich, wenn es mit einem Sieg nächste Woche klappen würde? Und jetzt die wichtige Frage kurz. Wie wichtig Nils hinten als Rückhalt im Tor? Immer wieder gepusht. Also ohne unsere Torhüter, da haben wir auf der Hinfahrt, wir sind die Fahrgemeinschaft, fahren immer zum Training zusammen. Okay. Ohne unsere Goalies geht absolut gar nichts, wenn die nicht einen Sahnetag erwischen und gleichzeitig dann aber auch noch die komplette Vordermannschaft, also insbesondere die Abwehr, dann eben entsprechend gut spielt, dann geht halt nichts. Ne? Also die sind schon extrem wichtig für uns und haben auch schon in einigen Spielen gezeigt, dass die auch Spiele gewinnen können. Ne? So, aber das funktioniert dann halt auch nur, wenn wir vorne unsere Hausaufgaben machen, was heute bei dem Spielstand ganz klar erkennbar nicht geklappt hat. Noch wichtigere Frage, wer sucht dann die Musik aus in der Fahrgemeinschaft? Fabian, er ist ja der Fahrer, ne? Also sucht er die aus. Und ist gute Musik? Kommt drauf an. Das kommt drauf an. Okay, also, dann ist aber zumindest die Rückfahrt ja auch ein wenig gesichert, zumindest musikalisch. Ich wünsche euch viel Erfolg und drücke euch die Daumen nächste Woche gegen Nord-NF, so rum. Vielen Dank fürs Interview. Gegnerstimmen gibt es auf radioform.de, wie immer. Also, euch auch ein schönes Wochenende. Ciao.